Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder eventuell sogar das erste Mal mit dabei seid. Das heutige Video dreht sich um meine persönlichen Tipps, wie ich es geschafft habe oder wie ich es nach wie vor schaffe, motiviert bei der Sache zu bleiben. Dinge, die mir geholfen haben oder wodurch ich einfach wirklich meine eigene Motivation gefunden habe, das Ganze durchzuziehen. Weil ich sag's, wie es ist, ich bin 25 und ich habe eigentlich gefühlt schon mein ganzes Leben lang immer wieder versucht abzunehmen oder habe es mir immer vorgenommen, habe es aber nie angefangen oder nie durchgezogen. Und wenn, habe ich es dann auch mal angefangen, dann hat es auch mal ganz gut geklappt eine ganze Zeit lang. Irgendwann habe ich es aber abgebrochen und bin in alte Muster wieder zurückverfallen. Natürlich kann ich jetzt nicht in die Zukunft gucken und weiß, wohin führt mich meine Reise noch oder wird sich das irgendwann eventuell mal wieder ändern. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt nach wirklich all den Jahren, die ich durchgemacht habe und die ich erlebt habe in dieser Zeit und in diesem Kampf mit mir selbst, das erste Mal wirklich Klick gemacht hat im Kopf. Und das ist ja auch das, wovon viele immer reden. Dieser berühmte Klickmoment. Wann kommt der Punkt, wo es wirklich funktioniert und wo man wirklich sein Leben ändert oder wo man für sich entscheidet, ich möchte jetzt was ändern. Und ja, ich sage euch, was ich diesmal anders gemacht hat, was der Auslöser war. Und ich habe es tatsächlich auch noch nie so weit geschafft, wie ich es jetzt geschafft habe. Und deswegen bin ich sehr positiver und guter Dinge gestimmt, dass das auf jeden Fall eine ganz tolle Reise wird, wo ich noch einen weiten Weg vor mir habe. Aber ja, die Reise ist auf jeden Fall bis jetzt schon ziemlich spannend. Also, first of all, erster Punkt ist, ich mache es das erste Mal für mich selbst. Für mich ganz allein, ohne den Einfluss von anderen. Ich glaube, viele Menschen kennen das, dieses Gefühl, ständig von außen Druck zu bekommen. Mal abgesehen von der Gesellschaft, lassen wir die mal dahingestellt, dass die einem ständig sagt, was, wie man zu sein hat und was besser für einen wäre und sonst was. Viele kennen das auch, dass gerade im eigenen Umfeld, sei es von Freunden oder Familie, Verwandte etc., kommen gerne mal so Sprüche wie, du wärst so viel besser, wenn du ein paar Kilo abnehmen würdest. Oder du hast so ein Potenzial, wenn du abnehmen würdest. Du hast eigentlich so ein hübsches Gesicht, wenn du endlich Gewicht verlieren würdest. Also ich habe diese Sprüche ganz, ganz oft gehört. Und in der Vergangenheit war es auch so, dass wenn ich wirklich ehrlich zu mir selbst bin, ich nie aus eigener Kraft abnehmen wollte, sondern das immer nur für andere getan habe. Weil ich dachte, ja, vielleicht ist es dann so, dass du dann mehr Anerkennung von anderen bekommst. Oder vielleicht sehen dann endlich das Leute in dir, was du, weiß ich nicht, was sie sich erhoffen in dir zu sehen oder wie du dich wirklich fühlst. Vielleicht sehen das dann endlich Menschen, vielleicht bist du dann sichtbarer, ich weiß es nicht. Das waren viele Gedanken, viele Faktoren, die bei mir damals mit eingespielt haben. Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich wirklich gesagt habe, ja, das ist mein Leben und ich habe mich vorher wohl gefühlt und ich fühle mich auch jetzt mit minus 30 Kilo wohler und ich werde mich auch wahrscheinlich mit nochmal 20 Kilo weniger wohlfühlen. Und das ist alles ein wirklich reines Mindset. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger erster Punkt ist, dass man das wirklich aus eigenem Herzen für sich tut. Und wenn man, ich glaube, diesen Entschluss schon mal geschafft hat, dass man sagt, okay, ich mache das wirklich, wirklich nur allein für mich und nicht durch den Einfluss von anderen, dann ist das schon mal ein erster, ganz, ganz großer, wichtiger Schritt, den man auf jeden Fall sagen kann, weil dann ist die Einstellung zu dem ganz anders, weil man da auch mit weniger Druck rangeht. Und das ist direkt der zweite Punkt, den ich einleiten würde, ist, die Ziele, die du hast, setz sie dir nicht zu hoch. Klar, wir alle haben Ziele und auch ich kenne das, dass man spinnt sich dann Situationen zurecht und denkt sich, boah, ja, und dann nehme ich so und so viel ab und dann sehe ich so und so aus und bla 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 und man malt sich da richtige Bilder aus und Szenarien im Kopf. Ich kenne das selber von mir. Und ich habe das auch teilweise immer noch, aber ich versuche mir, meine Schritte und meine Ziele klein zu halten, indem ich immer wieder sage, okay, jetzt willst du 5 Kilo abnehmen oder jetzt willst du 10 Kilo abnehmen und so weiter. Aber mein kleinster Schritt, den ich jeden Tag aufs Neue mache, und der wirklich gut hilft, ist einfach nur die nächsten 24 Stunden, wo ich sage, okay, heute, den ganzen Tag hältst du heute durch und dann ist morgen ein neuer Tag. Wie der aussieht, I don't know, weiß man jetzt noch nicht, aber heute nur die 24 Stunden, die für dich heute zählen, weil das ist das Einzige, wo du jetzt heute was verändern kannst für dich, die sind wichtig. Und wenn du diese 24 Stunden dir immer wieder vornimmst, dass du die geschafft hast, dann ist das, finde ich persönlich ja, die Zielsetzung viel einfacher, als wenn man sich immer sagt, ja, okay, du musst es jetzt nur 60 Tage durchhalten. Es gibt ja so 30-Tage-Challenges, 60-Tage-Challenges oder ja 3 Monate oder keine Ahnung was. Ich finde, das ist immer, das kommt einem, wenn man darüber nachdenkt, ist das eine lange, lange Zeit und dann kommt einem das Ziel immer viel weiter weg vor und viel schwieriger vor, als wenn man sich sagt, ich nehme jetzt die nächsten 24 Stunden als Ziel. Und die will ich jetzt für mich so gut abschließen, wie es nur geht. Und ich finde, das ist, wie gesagt, super, super wichtig, dass du dir einfach selber so ein bisschen den Druck von den Schultern nimmst, weil
ich kenne das und ich, manchmal, dass man sich selber so ein bisschen Druck macht, das ist doch normal. Ich meine, wir sind alle nur Menschen und manchmal hat man einfach höhere Erwartungen an sich selbst, als man ihnen eventuell gerecht werden kann. Und auch ich habe das und das ist auch, ja, wie gesagt, ich würde sagen, es ist völlig normal. Aber man muss sich immer wieder zurückholen manchmal und sich daran reminden, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn du noch nicht so weit bist. Es ist auch nicht schlimm, wenn dein Ziel ganz anders aussieht als von jemand anderem vielleicht. Es ist dein Leben und da entscheidest du, wie du das verbringen möchtest. Und ob du jetzt anfängst, ob du in 2 Jahren anfängst, ob du nächste Woche anfängst, ob du an einem Montag anfangen willst, das ist alles dir überlassen. Das ist deine Sache und da hat dir auch niemand reinzuquatschen und du musst dich auch in keinster Weise vor irgendjemandem da draußen rechtfertigen, warum du die Dinge tust, wie du sie tust. Nächster Punkt, der für mich auch so ein bisschen überleitend in der ganzen Sache ist, ist mal abgesehen von den Druck von den Schultern zu nehmen, dass das so ein bisschen übergreifend ist, finde ich, wenn man mal Fehler macht oder wenn etwas nicht so gut läuft, dass man sich nicht fertig macht. Ich kenne das, wenn man, also ich, das habe ich früher wahnsinnig oft gemacht und ich muss sagen, ich habe es tatsächlich geschafft, das jetzt irgendwie abzustellen. Das heißt, wenn man mal doch in alte Muster verfällt oder man wacht auf morgens und man denkt sich, boah, ich habe weder Bock, mich zu bewegen heute, noch habe ich Bock, irgendwie jetzt mir so einen Salat reinzupfeifen oder irgendwie auf meine Ernährung zu achten oder sonst was. Ich kenne das. Das ist anstrengend. Und das erfordert wahnsinnig viel Kraft und Disziplin. Und die hat man nicht jeden Tag. Man kann nicht jeden Tag 100% geben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und das musst du dir immer wieder vor Augen halten. Es ist okay. Menschen machen Fehler. Fehler in Anführungszeichen. Menschen machen Ausnahmen. Und das ist auch alles andere als normal. Kein Mensch da draußen, der irgendeine krasse Weight Loss Journey hinter sich hat, jeden Tag zu 100% durchgezogen. Das ist eine große Lüge. Selbst die ganz großen Sportler da draußen, es kann mir, also kein einziger von den großen Sportlern kann mir sagen, dass er jeden einzelnen Tag in seinem Leben immer nur 100% gegeben hat. Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Und auch ich habe mal Tage, wo ich sage, wo ich dann vorm Kühlschrank stehe und mir denke, ach, ich habe da jetzt so Bock drauf. Und dann denke ich mir auch manchmal, weißt du was, scheiß drauf. Ich gönne mir das jetzt. Wenn ich so ein krasses Verlangen danach habe, dann wird das jetzt auch einfach mal gut tun und dann gönne ich mir das. Und ich war auch schon bei McDonald's mal in der Zeit, wo ich jetzt abgenommen habe, weil ich einfach mir dachte, ich brauche das jetzt einfach mal, dieses absolut ungesunde Junkfood. Einfach, um, weiß ich nicht, mal wieder so ein bisschen zurückzukommen. Und das ist, ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und es ist wichtig, sich in diesen Momenten sich nicht selber Vorwürfe zu machen. Wenn das mal ein schlechter Tag war oder wenn das mal nicht so gut geklappt hat, wie du dir das eventuell wünschst, dann hakt den Tag einfach ab. Ist gegessen, Ende, fertig. Du kannst an der Sache eh nichts mehr ändern. Am nächsten Tag machst du weiter und du nimmst dir wieder nur diese nächsten 24 Stunden, in denen du dich zusammenreißt und in denen du sagst, ja, ich verfolge jetzt meine Ziele und meine Träume und das ist das, was ich jetzt machen möchte aktuell. Und da gehst du gleich mit einer ganz, ganz anderen Einstellung ran. Und ich persönlich habe auch gemerkt, wie mir das so viel besser getan hat, wenn ich mir selber einfach keine Vorwürfe mehr mache, wenn ich mal doch eventuell ungesund gegessen habe. Und das kann ich euch wirklich, das macht einen riesigen Unterschied, was ich euch sagen kann. Macht euch selbst nicht so einen Druck. Und es ist, ihr müsst nicht in 2 Wochen 100 Kilo abgenommen haben, was sowieso nicht geht, aber es ist einfach mal ein übertriebenes Beispiel. Aber ihr müsst das nicht so machen wie andere. Oder wenn vielleicht eine Freundin mit euch gemeinsam abnimmt und die nimmt zum Beispiel schneller ab als ihr. Das ist völlig egal. Jeder Körper ist unterschiedlich und jeder hat sein eigenes Tempo. Aber wenn ihr euch immer wieder nur diese 24 Stunden als Ziel nehmt, dann ist das eine super Sache, an der man sich orientieren kann. Bei dem nächsten Punkt, was mir auch wahnsinnig geholfen hat bei der Motivation, ist, wo es, glaube ich, vielen Menschen auch so geht, ist, wenn man nicht sofort Erfolge sieht oder schnell Erfolge sieht, dann verlieren viele die Motivation und haben keinen Bock mehr. Und was mir dabei wirklich geholfen hat, ist, erstens, macht vorher Bilder. Stellt euch in Unterwäsche und Klamotten. Ich habe vorher Fotos und vorher Videos gemacht. Ich habe alles mögliche, habe ich in allen möglichen Winkeln festgehalten. Mit Unterwäsche, in normalen Alltagsklamotten, als Video, als Foto. Wirklich von vorne, von hinten, von der Seite. Nahaufnahme vom Gesicht, mein Profil von der Seite. Wirklich so viele Sachen, um das irgendwann, wenn ich sage, ich bin jetzt am Ziel oder man sieht wirklich einen krassen Unterschied, dass ich wirklich sage, dass ich die beiden Bilder nebeneinander setze. Aber okay, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, okay, da muss ich jetzt aber ewig warten, bis dann da mal ein Nachherbild entsteht. Zweiter Tipp, der auch wahnsinnig gut hilft, messt euch. Nehmt Umfang. Trust me, auch wenn ihr das Gefühl habt, zum Beispiel auf der Waage verändert sich nichts und ihr denkt euch so, Alter, ich mache jetzt hier seit, zieh jetzt oder 3 Wochen durch und da ist erst 1 Kilo runter oder vielleicht noch weniger oder vielleicht ist auch gar nichts passiert in den 3 Wochen und ihr denkt euch so, boah, das kann doch nicht sein. Ich mache doch irgendwie alles richtig, warum funktioniert das nicht? Nehmt Maße.
Weil nur weil euer Körper eventuell nicht an Gewicht verliert, heißt das nicht, dass ihr euch nicht verändert. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall lernen musste. Denn die Waage definiert uns eigentlich nicht. Ich wiege mich trotzdem, weil damit ich einen ungefähren Richtwert habe. Aber auch wenn die Waage mal vielleicht nicht weniger wird, heißt das nicht, dass mein Körper sich nicht weiter verändert. Vor allem, wenn er zusätzlich zum Beispiel Sport macht. Dann ist es sowieso so, dass wenn ihr zum Beispiel Muskeln aufbaut, dass ihr dann auch Gewichtsschwankungen haben könnt. Weil Muskeln sind schwerer als Fett. Das kennt man, glaube ich, die Phrase. Und genau solche Sachen. Und man verliert unglaublich schnell am Umfang. Also eben, das reicht schon, wenn ihr, weiß ich nicht, 2 Tage mal ein bisschen weniger esst, dann kann es sogar sein, dass euer Umfang sich tatsächlich schon ein bisschen verändert hat. Und das ist etwas, was mich richtig krass motiviert hat, dass ich regelmäßig mit dem Maßband da stand und mir dachte, boah, schon wieder 1 Zentimeter weg, das ist ja der Wahnsinn. Und das ist etwas, das Maßband ist viel genauer als eine Waage. Und das sagt euch viel, viel mehr aus als jede Waage der Welt. Das kann ich euch versprechen. Also fangt an, Maße zu nehmen. Ich habe das vom Bauch gemacht, von der Taille, Brustumfang, Oberschenkelumfang. Ich habe meinen Oberarmumfang gemacht, also sämtliche Umfänge, die man nur nehmen kann, habe ich abgemessen. Und das hilft tatsächlich. Also da seht ihr die ersten Erfolge ziemlich schnell, finde ich persönlich. Und wenn man Erfolge sieht, ist man motiviert und das stapelt sich dann alles so aufeinander auf. Und wenn man erstmal sowieso schon drin ist und das wirklich schon seit ein paar Monaten durchzieht, dann merkt man das auch irgendwann an Klamotten, wenn die zu groß werden, Hosen werden zu weit, Kleider, die vorher vielleicht mal enger saßen, die werden irgendwie lockerer auf einmal. Das ist mittlerweile für mich eine wahnsinnige Motivation, einfach, dass mir 90% meines Kleiderschrankes nicht mehr passt, weil ich einfach, weil die Sachen zu groß geworden sind. Das ist jetzt mittlerweile für mich eine wahnsinnige Motivation. Aber wie gesagt, wenn man sagt, okay, ich möchte aber nach 2 Wochen oder nach 3 Wochen schon die ersten Erfolge sehen, dann hilft das mit dem Maßband echt ungemein. Was mir zusätzlich auch noch sehr viel Motivation gibt, das habe ich in einem Video schon mal erzählt, aber ich will es jetzt hier einfach nochmal erklären, damit, weil ich glaube nicht jeder guckt vielleicht alle meine Videos, deswegen ist das auch nochmal jetzt hier in dem Video drin, ist meine Fitnessuhr. Ich habe die Apple Watch Series 2 in 42 mm Größe, so sieht sie aus. Das Armband ist von Amazon, das findet ihr in meinem Amazon-Profil. Das Profil ist unten in meiner Bio verlinkt. Da findet ihr auch meine Uhr nochmal ganz genau. Die Series 2 kann ich euch jetzt aktuell nicht mehr empfehlen. Es gibt mittlerweile viel neuere. Es gibt jetzt mittlerweile schon Series 6. Ich würde euch immer die neueste empfehlen. Ist natürlich auch immer am teuersten, aber ich würde euch jetzt in diesem Falle die neueste empfehlen, weil die Series 2 sich nicht mehr updatet. Also ich muss früher oder später auch auf ein neues Modell zurückgreifen. Ich habe meine jetzt aber auch schon, glaube ich, 4 Jahre oder noch länger. Ich weiß es nicht genau. Sie funktioniert noch und solange sie funktioniert, werde ich sie auch nach wie vor benutzen. Aber so viel zu dem Modell. Es muss aber auch keine Apple Watch sein. Ihr könnt auch, es gibt viel, viel günstigere Fitness-Tracker. Es gibt Fitness-Tracker, die fangen schon bei 20, 30 Euro an auf Amazon. Guckt da einfach mal durch. Gebt ein Fitness-Armband oder Fitness-Uhr. Da findet ihr schon ganz, ganz viele günstige Alternativen. Also es muss auf keinen Fall was Teures sein. Aber mir persönlich hilft das tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich finde die Apple Watch wahnsinnig motivierend. Weil die gibt einem auch so Push-Benachrichtigungen von wegen, hey, du hast wieder eine Stehstunde geschafft. Oder hey, deine Ringe musst du heute noch schließen. Das kannst du noch schaffen. Und das ist wahnsinnig motivierend. Man kann sich auch, wenn zum Beispiel Freunde von dir auch eine Apple Watch haben, könnt ihr euch auch untereinander connecten. Da seht ihr immer, wenn einer eurer Freunde ein Training abgeschlossen hat. Finde ich super cool. Wurde ich auch schon oft gefragt, wie das funktioniert. Da müsst ihr auch in eurem iPhone in die Aktivitäten-App gehen und da könnt ihr unten bei Teilen, könnt ihr Freunde hinzufügen über ihre Apple-ID. Damit das jetzt auch hier mal kurz geklärt ist, wie man das macht. Wie gesagt, ich finde das wahnsinnig motivierend, aber natürlich ist das absolut kein Muss. Aber ich finde sowas ganz cool zu sehen. Und auch bei den günstigen Alternativen, die so 20 Euro kosten, da ist dann zum Beispiel auch ein Schrittzähler mit drin. Und das ist auch mal ganz cool zu sehen, ja, man will die 10.000 Schritte an einem Tag schaffen. Weil man sagt ja immer so, 10.000 Schritte, das ist ein gutes Ziel, da hat man sich gut bewegt, das finde ich in Ordnung und das ist toll. Ich habe durch meinen Hund, habe ich automatisch, ob ich will oder nicht, gezwungenermaßen jeden Tag 10.000 bis 15.000 Schritte mindestens voll, weil ich einfach regelmäßig mit ihm rausgehen muss. Und da bin ich sowieso zur Bewegung gezwungen, ob ich jetzt mal ein Workout mache, noch zusätzlich oder nicht. Aber das ist ein Vorteil an einem Hund. Also ich habe auf jeden Fall die Bewegung. Aber wie gesagt, günstige Fitness-Tracker tun es auf jeden Fall auch. Es muss nicht das neueste Modell der Apple Watch sein. Das ist einfach nur jetzt meine persönliche Empfehlung. Aber wie gesagt, was auch noch zusätzlich als Empfehlung von mir ist, beziehungsweise was mich auch nach wie vor weiter extrem motiviert, ist Social Media und das Internet im Allgemeinen. Es gibt mittlerweile so viele Accounts und so viele Profile, die Motivationstipps haben, die ihre eigene Journey zeigen, wie sie angefangen haben, was sie für Erfolge hin sich gelegt haben. Es gibt wahnsinnig viele Rezeptseiten im Internet. Ich habe euch schon mal gesagt in einem Video, meine Lieblingsrezepte-Seite ist auf Instagram Kochgenuss. Die hat ganz, ganz tolle Rezepte immer. Ich habe jetzt auch ihr Kochbuch gekauft, was sie jetzt vor kurzem erst
veröffentlicht hat. Und da gibt es sehr, sehr viele, die auch gerade selbst abnehmen. Und tatsächlich, was super witzig ist, wenn ich auf meine Startseite gucke, ihr seht das hier, glaube ich, auch. Ihr seht, hier dreht sich nur noch um Essen. Das ist alles, ab und zu ist mal ein bisschen Make-up dazwischen, aber das sind alles gesunde Food-Inspiration. Und das ist meine Startseite. Denn Instagram funktioniert nämlich folgendermaßen. Euch wird nur das angezeigt, was ihr auch immer wieder anklickt. Wenn ihr immer wieder zum Beispiel Bikini-Models anklickt, dann ist eure Startseite irgendwann voll mit Bikini-Models. Wenn ihr immer wieder so Essensvorschläge an, zum Beispiel sucht bei Instagram oder die liked oder sonst was und die immer wieder in eurem Explore-Feed anklickt, dann denkt sich Instagram, okay, da scheint großes Interesse zu sein und zeigt euch auch immer wieder diese Beiträge an. Das ist das Gleiche mit allem anderen. Wenn ihr immer wieder auf Make-up-Sachen klickt, dann merkt Instagram, okay, die hat Interesse an Make-up. Und so ist Instagram eigentlich aufgebaut. Und deswegen ist meine Seite, weil ich mittlerweile nur noch auf diese Essensdinger klicke, voll mit Food-Inspiration. Und wenn man das sieht, wenn man sieht, dass Essen von anderen so gesund ist und schön angerichtet ist, dann hat man immer richtig Bock, das nachzukochen. Und gesund essen, wie gesagt, das heißt nicht einfach nur einseitig jeden Tag Hühnchen mit Reis und Brokkoli oder jeden Tag einen Salat essen und ja, seine Diät besteht nur noch aus Magerquark und sonst was. Nein, das ist absolut ganz, ganz großes, ganz großer Mythos und so macht man es nämlich falsch. Sondern man kann sehr, sehr viele Dinge und man kann eigentlich alles essen. Also in meiner Diätvariante kann man alles essen. Ich habe dazu auch noch mehrere Videos, wie ich dann überhaupt abnehme. Könnt ihr euch gerne auch noch danach angucken, wenn ihr die nicht schon gesehen habt. Und da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele Tipps. Und ich finde, das ist immer wahnsinnig motivierend zu sehen, wenn ich mir denke, boah, das ist so ein geiles Essen und das hat, weiß ich nicht, das sieht so gesund aus und das ist frisch zubereitet, da habe ich jetzt auch Bock drauf. Und dann, finde ich, hat man eine viel größere Motivation, sich das selber zu kochen. Und für die Leute, die eventuell nicht so viel Zeit haben zu kochen, weil sie zum Beispiel voll berufstätig sind oder einfach nicht die Zeit haben, vielleicht nach der Arbeit noch zum Sport zu gehen, versucht das irgendwie anders zu finden. Es gibt immer Mittel und Wege, sich da irgendwie reinzufuchsen und es gibt immer Varianten, die man finden kann. Man muss einfach nur für sich selbst den besten Weg finden, dieses Gleichgewicht in der Sache zu finden. Und das ist, man kann es schaffen und das ist, wie gesagt, super, super wichtig. Und mal abgesehen von diesen ganzen Foodblogs gibt es, wie gesagt, noch wahnsinnig viele Influencer, Foodblogger, Nicht-Foodblogger, Fitnessblogger, den ich auch folge, die zum Beispiel selber eine krasse Weight-Loss-Journey hingelegt haben. Und was ich super gerne mache, ist, dass ich bei YouTube TikTok Weight-Loss-Compilations eingebe. Das sind zusammengeschnittene Videos von sämtlichen Abnehmen-Videos von TikTok, die dann irgendwie so vorher-nachher zeigen. Und die finde ich richtig krass motivierend, wenn ich dann immer sehe, so, boah, okay, so sah die Person vorher aus. Boah, und so sieht sie jetzt aus. Wahnsinn, was ein menschlicher Körper schaffen kann. Das ist absolut faszinierend. Und das müsst ihr euch auch mal angucken. Gibt, wie gesagt, einfach bei YouTube TikTok Weight Loss Before and After Compilation ein und dann findet ihr das direkt und das ist, das könnte ich mir stundenlang angucken. Ich finde das so faszinierend, von anderen zu sehen, wie die das machen und ich finde, das ist total motivierend. Aber wie gesagt, ich finde, die wichtigste Regel von allen ist, macht euch selbst nicht so einen Druck. Es ist okay, wenn man mal Aussetzer hat und wenn man mal nicht so gut funktioniert. Es ist okay und es ist auch in Ordnung, wenn ihr mal nicht nur einen Tag nicht gut funktioniert, es ist auch okay, wenn ihr mal eine Woche lang nicht gut funktioniert. Es kann auch mal sein, dass ein Monat vielleicht nicht ganz so gut läuft, aber wichtig ist, verliert das Ziel nicht aus den Augen und erinnert euch immer wieder daran, warum ihr eigentlich angefangen habt. Und dann regelt sich das alles von alleine. Und ich kann euch eine Sache, kann ich euch versprechen, der Anfang ist der schwerste. Und wenn ihr den hinter euch habt, dann ist es alles wirklich easy. Ich meine das von ganzem Herzen. Leute, ich meine, look at me. Ich habe so gerne gegessen und ich esse auch immer noch wahnsinnig gerne. Und ich habe, für mich war McDonald's war mein Holy Grail und jeden Tag Sushi bestellen und sonst was. Ich spreche da ja aus Erfahrung. Ich bin ja nicht jemand, der schon immer schlank war und jetzt, weiß ich nicht, noch mal ein paar mehr Muskeln aufgebaut hat und euch jetzt was irgendwie von Abnehmen erzähle, sondern ich bin jemand, der aus eigener Erfahrung redet. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist, wenn du alles in dich hineinstopfst, was du links und rechts nur findest. Ich kann das nachvollziehen. Und deshalb kann ich euch sagen, ihr könnt das schaffen. Das kann jeder schaffen. Jeder Mensch hat dieses Potenzial in sich, das schaffen zu können. Und nichts hält euch davon ab, außer eure eigene Willensstärke. Und die ist in jedem verborgen, man muss sie nur finden. Und wenn das diesmal nicht klappt, dann klappt es vielleicht in einem Jahr. Das, wie gesagt, macht euch nicht so einen Stress. Macht es für euch und für keinen anderen. Und wenn ihr euch diesen Druck von den Schultern nehmt und nur die 24 Stunden betrachtet, dann ist das so ein Gamechanger und das kann ich euch versprechen. Und ihr werdet früh genug eure Resultate sehen, das kann ich euch versprechen. Und wie gesagt, der Anfang ist der schwerste. Ich würde sagen, so die ersten 1-2 Monate, das sind die schwersten,
Nicht mal. 2 Monate würde ich nicht mal sagen. Der erste Monat, die ersten 4 bis 6 Wochen, roundabout, die würde ich sagen, das sind die schwersten, wo man aus seinen alten Mustern heraus muss und sich neue Gewohnheiten angewöhnen muss. Das ist schwer. Und da ist, heißt es, Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Und dann wird das zur Routine. Dann ist es Gewohnheitssache. Wenn ihr diese Schwelle überstanden habt, dann ist das ein komplett neuer Lifestyle, an den ihr euch so schnell gewöhnt. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Das verspreche ich euch. Und bei mir ist es, das passiert automatisch. Das sind meine Routinen geworden. Und dieses immer wieder neue Essensinspirationen suchen und hier wieder Inspirationen suchen und da und sonst was. Das wird Alltag, das verspreche ich euch. Aber wenn ihr noch mehr Motivation haben wollt oder Inspiration vielleicht, wie gesagt, folgt mir gerne hier auf meinem YouTube-Channel, weil ich, wie ihr seht, ich mache in letzter Zeit öfters Video dazu, weil das wirklich ein sehr, sehr gefragtes Thema ist und offensichtlich ihr nicht davon genug bekommen könnt und ich euch natürlich so gut es geht auf dieser Reise mit begleiten möchte, dass ihr einfach wirklich auch meinen Prozess seht und euch das vielleicht auch motiviert. Schaut gerne bei mir auch bei Instagram vorbei, da zeige ich jeden Tag in meiner Story, was ich denn alles gerade so esse. Immer wieder neue Food-Inspirationen oder generell auch mein Alltag, meine Sport-Inspiration, meine Sportroutine. Ich schreibe immer auf, welche Workouts ich gerade gemacht habe, dass ihr das vielleicht auch nachmachen könnt. Und ja, wie gesagt, also ich hoffe, euch hat das Video motiviert. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Motivationstricks eventuell noch sind. Ob es vielleicht noch irgendwas gibt, was euch total geholfen hat, was ich vielleicht nicht angesprochen habe. Aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis dann. Thank you.